Ja, hi Leute, ich bin der Bruga und das hier ist Creepy Tale, zumindest der erste Teil. Insgesamt gibt es schon 3 Stück. Und wenn das hier gut ankommt, werde ich die anderen beiden auch noch spielen. Die sind auf jeden Fall um einiges länger als der jetzt, habe ich zumindest gesehen auf Steam. Ja, wir fangen mal an. Kapitel 1, schöner Schmetterling. Ja, ist handgezeichnet. Gefällt mir schon mal sehr gut, der Stil. Hallo, ich hab Pilze. Ah, alles klar. Und was mit Z? Okay. Interessant. Wir müssen Pilze sammeln. Aber warum ausgerechnet Z? Warte mal, geht das? Ach, mit E geht's auch. Sehr gut, dann haben wir es ja. Ah. Oh, ein Schmetterling. Ein goldener Schmetterling. Also es macht schon mal einen super Eindruck. Und ich finde es schön, es ist auch mit deutscher, also deutschen Texten. Sprachausgabe gibt es ja anscheinend nicht. Aber es erinnert mich auch sehr an Limbo. Na, vielleicht wird ja noch gesprochen, mal sehen. Oder Texte halt. Oh. Okay, ich kann... Hä? Ah, ein Fett. Okay. Sie haben ein neues Haustier. Boah, gruselig. Jetzt schläft er. Kann ich... Aha. Jetzt habe ich einen Pilz. Alles klar. Also wenn es Tode, so verschiedene Tode gibt, ich will die ja natürlich alle mal ausprobieren. Versteht sich ja von selbst. Okay. Warte mal, kann ich den vielleicht mit dem Pilz? Geht das? Ich wette, ich kann ihn jetzt ablenken mit dem Pilz. Yeah. Okay, okay, das ist schon mal der Schlüssel. Ich dachte mir schon, dass der jetzt nicht lang abgelenkt ist. Okay. Der war in seinem Kopf, der Schmetterling. Ein Stuhl. Stech ihn ab! Ja, wie komme ich jetzt an den Schlüssel ran? Dort liegt der Korb mit den Pilzen. Ach, warte mal. Ah, ich habe eine Idee. Wie kann er das nicht hören? Alles klar, ich hab's. Cool. Also hat ja schon mal funktioniert. Was ist denn das hier? Da geht's noch zu mehr Häusern. Sag mal, wenn hier so abgefuckte Viecher in dem Wald sind, warum geht er dann hier Pilze sammeln mit... Guck mal, der Hintergrund. Ich kann mir denken, was hier passiert, aber ich... Alter. Das ist ja echt wie Limbo. Nur in Farbe. Warte mal, ich wette, da oben geht's jetzt nicht weiter. Natürlich ist es Todessumpf. Ich muss da unten lang. Also mir gefällt's echt gut. Es ist... Oh nein, da ist so ein Vieh. Ist mit dem Gesicht in die Stacheln fallen. Okay, da geht schon mal nix. Nee, er geht immer nur hier hin. Ja, ich kann daneben nicht untersuchen. Cool, okay. Alles klar. Macht das irgendwas? Oh nein, die Pilze. Alter. Nein, 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 nein. Ah, es frisst mein Gesicht. Okay, das ist böse. Also die Pilze machen das Vieh wach anscheinend.
Aha. Die Blätter müssen nach oben stehen. Wahrscheinlich brauche ich Wasser oder so, hä? Huh? Aber ich hab... Warte mal, ich habe kein Wasser gesehen. Oh, crap. Alter, wie ist mir das Gesicht runterkaut? Da war aber kein Wasser, oder? Okay, ich kann die Pilze pflücken. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Okay, also jetzt kann ich zumindest hier durchlaufen, ohne dass ich das Vieh aufwecke. Kann ich hier benutzen, die Pilze? Ich kann sie mit X... Warte mal. Okay, das belebt den Pilz. Die Ranke. Oh, das Vieh wird wach. Oh, shit. Oh, nein. Ah, es ist runtergefallen. Jetzt wächst es hier danach. Okay, alles gut. Wie komme ich jetzt hier rüber? Es ist wieder eine Todesgrube. Daneben ist wieder der Sumpf. Ist es tot? Nee. Hä? Kann man das Blatt aber auch nicht nehmen? Oh, wieder das Mikro. Oh, scheiße. Da hinten sitzt es. Warum versteckt sich's jetzt? Hat's jetzt Angst vor mir? Oder kommt's wieder? Okay, also ich muss oben... Oh, was ist denn das hier? Was ist das denn? Okay, ist nichts. Warte mal, kann ich das so Monkey Island? Ja, ich kann es wie in Monkey Island. Okay. Hab schon verstanden. Oh. Also mir gefällt es echt gut. Die Rätsel sind nicht schlecht. Also einfach, aber nicht schlecht. Okay, was kommt jetzt wieder? Da hinten ist wieder was. Was ist denn das hier? Oh nein! Boah, diese Kackviecher! Was ist das denn hier? Ich kann da nichts machen, aber irgendwas muss da... Warte mal. Aha. Ist das was? Ja! Das ist doch ein Hebel. Alles klar, da kann ich das... Aber die schweben doch, die Viecher. Das reicht nicht, hä? Geht vielleicht irgendwas mit dem Brett jetzt? Oder was ist, wenn ich da runter... Okay, ich sauf ab. Okay, ich kann weiter wegrennen. Oh, es dreht wieder rum. Ah, so ist das. Okay, ich hab's gerafft. Komm, du Kackvieh. Ja, stirb! Der dumme Schmetterling. Alter, dieser dumme Terrorigel da oben. Okay, es läuft Kapitel 2. Verworrene Seite des Waldes. Was haben wir hier? Hallo? Hat der Angst vor uns?
hat echt Angst vor uns, wir sind doch nicht mal böse. Was mache ich jetzt mit dem Topf? Mit diesem Pott. Hauptsache, ich hab's dann einmal geklaut. Okay, wir haben noch Fleisch. Okay, das ist echt cool. Oha, der Geist. So, wollen wir ein bisschen Wasser? Auch die Geräusche sind toll. Hä? Warum hat er das Feuer jetzt ausgemacht? Kerze auch nicht. Also der frisst auf jeden Fall Tiere, so wie es aussieht, weil da liegen immer die Knochen rum und die Schädel und die Felle. Ist ihm wohl egal. Ich guck mal, wie es weitergeht. Vielleicht geht es hier neben noch irgendwo hin. Boom. Oha. Ein Opferaltar. Da liegt... Ah, da ist noch ein Knopf. Unser Bruder. Oh nein, nicht, dass er jetzt hier geopfert wurde. Kann ich hier irgendwie auch Gegenstände auswählen? Nee, anscheinend nicht. Hol ich mir nochmal Wasser. Oh, Pilze kann ich mir auch. Okay. Alles klar, aber jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Soll ich hier vielleicht was kochen oder so? Ah, der Pilz. Ah, alles klar, ich hab's kapiert. Eine Nadel. Warte mal, vielleicht den Schädel hier noch holen. Also irgendwas muss ich mit dem Schädel machen anscheinend. Aua. Ich kapiere es gerade nicht so ganz, aber mal gucken, was noch passiert jetzt. Vielleicht muss ich mich ja nur mit einer Nadel stechen oder sowas. Nee. Soll ich mir noch mal Wasser holen? Ich hole mir noch mal Wasser. Alles klar. Ich muss jetzt einfach mal rumprobieren. Irgendwas noch mit der Nadel. Vielleicht muss er ja das Tier essen, dass ich die Knochen dann über habe. Ich hab keine Ahnung. Wow, okay, ich konnte. Das war jetzt nicht sehr offensichtlich. Was mache ich jetzt mit dem Stock? Kann ich da vielleicht. Kann ich vielleicht jetzt den Schädel benutzen? Nee. Aua. Kann ich ihn damit poken irgendwie? Auch nicht.
Kann ich... Okay, da ist ein Stein mit so einer Rune drauf. Ah, alles klar. Okay, ich habe, glaube ich, eine Ahnung jetzt. Naja, hier geht nichts mehr. Ich habe ja schon Wasser. Ach, da fehlt ja ein Stück. Ah, ich habe verstanden. Das Blutopfer. Okay. So geht das wohl. Cool. Oh nein. Ich dachte schon, sie hat mich gerade gesehen, aber das ist ja ein Vorhang. Okay, ich habe gedacht, da passiert jetzt mehr, aber... Also sie kann mich nicht sehen, solange ich hinter dem Vorhang bin, offensichtlich. Da brauche ich einen Schlüssel. Das, ah, Feuerstein und Zunder, okay. Also so ein Stahl, so ein Feuerstahl. Oh, die Katze. Ich brauche wohl Feuerholz. Nee. Okay. Die drei Pilze. Macht das. Ist das irgendein Rätsel? Oh, die Katze. Oh, warte, warte. Kann ich da irgendwie raus? Ah, okay. Also blau, gelb, rot. Hä? Oh wow. Da war ein Schlüssel. Aber die... Warte mal, ich brauche den kleinen... Also den großen blauen mit geradem Stiel. Den hier habe ich. Dann den kleinen roten. Warte, den da, oder? Und den mittelgroßen gelben. Ach, warte mal, ich hab sie doch... Ah, so kann ich mir die Pilze zumindest unten rausnehmen, warte mal. Also einen habe ich jetzt schon mal. Muss ich die vielleicht in die Suppe werfen? Dass sie vergiftet wird? Oh crap, ja, das war's nicht. Ach Mist, ich fange schon wieder von hier an, okay. Alles klar, den, oh, das war wieder knapp. Den Wasserkessel. Kann ich mir jetzt selber was kochen? Oh ja. Also der ist schon mal rein. Dann der gelbe. Und der kleine rote. Ah, Gift. So. Und jetzt? Wie kriege ich das Gift zu ihr, dass sie das isst? Oh nein! Ich hoffe, das Gift ist jetzt gekocht. Ne, ist natürlich nicht gekocht. Ah, ich muss alles nochmal machen. So, wir haben das Gift wieder. Ist die Frage, was mache ich als nächstes? Ah, sie geht. Ah, sie geht jetzt wieder ganz nach links. Auch. Heißt, ich kann mich jetzt wieder ganz nach links und den Schlüssel nutzen, um das Tor aufzumachen. Also das Fenster. Jawohl.
So, jetzt kann ich wahrscheinlich das Essen vergiften. Okay, wir haben Gift. Yeah, jetzt wird die Alte vergiftet. Geil. Boah, ich glaube, ich warte lieber, bis sie wieder ganz nach links läuft. Weil ich schätze mal, die Zeit reicht nicht aus, dass ich jetzt da hingehe und das mache. Nee, das reicht nicht. Yeah! Vergifte die Hexe! Noch freut sie sich auf ihre Suppe, aber... Los, koste mal! Köstlich, köstlich! Yeah! Ding dong, die Hexe ist tot! Naja, da hat die Katze wenigstens was zu essen in nächster Zeit. Oh, was ist das denn, eine Beere? Sieht aus wie eine Beere. Eine Flöte. Warte mal, kann ich die vielleicht... Was ist das denn? Ein Stück Gold? Aua. Oh nein. Der war gar nicht böse, oder? Dass er jetzt irgendwo hier drin sitzt. Ja. Nee. Da oben sitzt er. Hat er mit Kacke geworfen? Alter. Er legt sich erstmal schlafen und träumt davon, dass die Viecher uns verfolgen. Raumfänger? Okay. Welchen brauche ich denn? Die Eule vielleicht? Alles klar. Oh, da freut er sich. Okay. Ist jetzt hier gelandet? Yay, ich habe den zweiten Stein. Okay, sowas finde ich cool. So. Da war der arme Kerl ja hier eingesperrt. Der hat ja gar keine Chance gehabt, rauszukommen. Gott, der Baum. Hat mich getötet. Wow, okay. Ich muss die Beeren anspielen, dass die groß werden. Gut zu wissen, dass ich das irgendwo als Rätsel gesehen habe. War das jetzt Coolbaum? Oh, das war cool. Er tötet mich zumindest. Okay, die Flöte darf ich nicht mitnehmen.
Oh nein, was ist jetzt schon wieder? Kleines Mädchen. Sie riecht den Jungen. Also uns. Ich sag euch, das ist kein kleines Mädchen. Die sieht nur so aus. Okay. Kapitel 3. Kleines Übel. Ich traue so Brücken irgendwie nicht hier. Okay. Ich guck mich erstmal um. Schmetterling. Irgendwas. Achso, das Wasser unten plätschert. Ich dachte, da plätschert doch was. Oh, ich dachte schon, da frisst mich jetzt was. Ey, ich vertraue hier gar nichts mehr, ne? Okay, wir gehen erstmal in den ersten Raum. Aber auch ganz cool, irgendwie so drei Türme. Wahrscheinlich miteinander verbunden oben. Ein Runenstein, okay. Ist oben noch was? Da ist noch ein Runenstein, ich sehe ihn. Okay. Das ist eine Angel. Der Typ ist hundertprozentig böse. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier runterkommt. Noch einer. Noch einer. Ah, das ist ein Spielbrett. Okay, ich sehe es gerade. 100 Pro tötet er uns jetzt, wenn ich hochgehe. Na komm. Ey, die sind alle so scheiße zu uns. Okay, aber ich habe jetzt eine Angel. Vielleicht kann ich ja den Fisch angeln. Und irgendwas damit anstellen. Okay, das war sehr einfach. Noch einer. Ach komm. Also würden die einfach so ohne Köder beißen. Na gut, dann haben wir... Ja, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich an den Typen vorbeikommen soll. Aha. Ich muss die richtige Sequenz finden. Wow. Nein! Okay, warte mal. Es war 2. Also 3, 4. Ich zähle mal von so. 3, 4, 3. 2. 3, 4, 3, 2. 1. 2. 1. 2. 1. Yes. Bist du dumm? Zieh doch mal den Hebel. Jetzt ernsthaft? Siehst du nicht den großen... Okay, jetzt. Alles klar. Daneben liegt eine Glocke. Und ein Schlüsselloch. Alles klar, ich brauche wohl irgendwas.
Oh, nicht schon wieder. Oh, diese ekelhafte Prinzessin oder was das sein soll. Die ist halt die Oberböse, obwohl sie aussieht wie ein Mädchen, aber ist sie nicht. Okay, sie benutzt die Schmetterlinge, um die Typen zu unterwerfen, ja? Oder halt lebendig zu machen, zu Sklaven. Schmetterlingsnekromantie, warte mal, kann ich da jetzt was machen oder sterbe ich wieder? Ein Fisch. Okay. Es ist nicht Creepy Adventure, es ist... oder Scary Adventure, es ist irgendwie... Strange Adventure gerade. Ah, okay, da kann ich die Glocke dran machen. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber was bringt's? Ich komme nicht an ihm vorbei. Aber ich komme an ihm vorbei. Na klar komme ich. Der ist so langsam. Sehr gut. Noch einer. Okay. Eine Maske. Seltsam, aber ja. Jetzt komme ich aber wieder nicht an ihm vorbei. Was mache ich denn jetzt? Wenn er mich jetzt sieht, dann war es das wieder. Da kann ich vielleicht mit ihm spielen, wenn ich das jetzt schnell genug mache. Ist er dann abgelenkt? Warte mal, ich mach mal hier den Fisch dran. Er kriegt den, verdammt. Ja, jetzt ist schlecht. Jetzt komme ich nicht mehr vorbei. Crabbity Crab. Habe ich den Fisch noch? Nee. Ah, du Arsch. Seht ihr, jetzt kommt er nicht mehr ran. Sehr gut.
Okay, was? Was muss ich denn überhaupt machen hier? Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber irgendwie hat es funktioniert. So, jetzt haben wir den Schlüssel für was? Sieht vielleicht aus wie für den zweiten Turm. Ja, der Schlüssel, das Schlüsselloch. Also manche Rätsel sind sehr nachvollziehbar, andere wiederum... Ah, ich dachte es mir. Whoa. Shit. Okay, der letzte ist nicht draußen. Warum? Natürlich geht's nur von da oben. Und jetzt? Hey, die Angel ist super nützlich und jetzt ist sie kaputt. Was? Boah, das schaffe ich doch nie, darüber zu springen. Was mache ich denn jetzt? Was ist das da unten überhaupt für eine Anzeige? Das schaffe ich niemals hier rüber. Was? Okay, Geister, danke. Warum helfen die mir? Da ist ja die Ekelhafte. Und ihr Beschützer. Okay. Krankes Zeug. Da hat sie ihre ganzen Schmetterlinge, hä? Ich hab mal einen mitgenommen. Aha. Aha, aha. Das war wohl nix. Muss ich die richtige Farbe mischen oder was? Das sind ja mehrere Sequenzen, zum Beispiel... Ja, da unten sieht man... Also 10011 quasi, ganz, also auf der linken Seite unten rechts. Ist quasi eine Sequenz, dann oben die Karotte und die Klaue. 01110, wenn man so will. 1... 4... Und später das mal mit der Klaue. Also eins muss es ja sein von beiden. Aber das wird mich doch jetzt zappen, oder? Irgendwas, also es sah aus, als würde es mich töten. Oh, das ist ja blau. Ein blauer Schmetterling. Ist jetzt mein Freund. Warte mal, ich muss sie vielleicht mal anlocken. Dann wird mein Kumpel sie töten. Lauf doch! Das, er ist halt komplett in Schockstarre. Warte mal, da war doch. Warte mal. Was war da mit der Karotte? Hier war doch... Da, die Karotte und... Ja, Karotte und die Bärenkralle. Geht da jetzt vielleicht irgendwas mit diesem Rezept?
Alles verpufft ja einfach nur jetzt. Ich bin das Monster! Das war das mit dem Zappen gemeint. Man tauscht die... okay, man tauscht halt einfach nur die Charakter. Stirb! Stirb, kleines Mädchen! Ich hab sie einfach gekillt. Okay. Mich hätte jetzt mal interessiert, warum ist sie so drauf, so krass? Das hat mich immer wirklich interessiert. Aber es wollte ich so von Belang. Oh, warte, was ist? Rechenschieber. Warte mal, da ist doch wieder was im Buch, ne? Ich sehe es jetzt halt nicht, aber irgendwo muss... Warte mal. Der Schmetterling. Nee. Ah, es ist wieder sowas, wo ich ausprobieren muss. Ah, wir haben den ersten Teil, okay. Ach Mann. Ganz von vorne finde ich ein bisschen kacke. Okay, es ist 3, 2, 1 vielleicht? Nee. Alles klar. Alter. Was hat sie denn hier gemacht? Wollte mit ihren Schmetterlingen so die Weltherrschaft an sich reißen, oder was? Ah, da oben ist der Schlüssel, warte. Aber warum dann unser Bruder, bitte? Warum hat sie ihn entführt oder entführen lassen? Holy shit! Sind die alle tot? Wir wären der Letzte gewesen. Hätte sie uns erwischt, hätte sie alles voll gehabt. Alter, was für... Game by Creepy Brothers. Okay, es war jetzt so ohne Erklärung und überhaupt. Aber ich fand's richtig gut. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, es gibt noch zwei weitere. Und die werde ich auch noch zeigen. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, für die Likes, für die Kommentare. Und jetzt lese ich auch die Leute vor, die mich unterstützt haben. Oder unterstützen als Kanalmitglieder. Danke, auf Wiedersehen. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burgerbun Slayer, Cindy H., Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S., Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpup, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tamis Trofeus, Vantan und Wölfchen 0909.